Hallo und willkommen zurück bei die Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Hey, wo lauft ihr hin? Ja, wir sind immer noch beim Auffüllen der dritten Ebene. Also wir haben damit gerade erst angefangen, wie man sieht. Und sehr schön, die Sonne geht gerade auf. Damit fängt das schon mal gut an. Und ja, sie füllen alle fleißig auf. Ich hoffe mal, wir kriegen hier aus dem Steinbruch genug Stein raus. Um wenigstens einen Großteil von hier auffüllen zu können. Wir haben zwar noch jede Menge Steinreserven, aber... Mal gucken. Wenn nicht, könnten wir auch immer noch mit Tunneln anfangen. Also anfangen, hier Teile wegzutunneln. So wollte ich den nicht. Tofaleck. Über den so. Einfach, dass mal so Teile weggetunnelt werden. Ja, so könnten wir das gut gerne noch machen. Dann gehen wir wieder vier Schichten runter oder den nächsten Teil weg. So kriegen wir da doch etwas mehr raus hier aus dem Loch. Und das Loch ist ja uns eh egal, haben wir gesagt.
Ist dann halt wieder ein bisschen mehr Micromanagement. Und ja, ich glaube, ich kann sie langsam anfangen, zu den Tunneln zu schicken. Das hier füllt sich langsam. Und klappt es so, wie ich es denke? Ja, klappt es. Sehr schön. Das ist dann eine sehr spezielle Art von Strip Mining, könnte man sagen, was wir hier machen. Also beim Strip Mining normalerweise, jetzt in dieser Art, hat man einen Schacht in der Mitte, jetzt nicht so einen riesengroßen. Dann hat man lange Arme in alle Richtungen, um zu sehen, ob da irgendwelche so besonderen Ressourcen sind. Was habt ihr für Probleme jetzt gerade? Ach so, ihr könnt die Treppe nicht wie normale Menschen nehmen. Jetzt können wir theoretisch das hier schon wegmachen. Ihr könnt echt nicht die Treppe wie normale Menschen nehmen. Oh, sie lernen.
So, da das jetzt auch fertig ist, könnten wir, glaube ich, nicht theoretisch, ja, hier lang ziehen. Und hier lang ziehen. So, dann machen sie nämlich das auch weg. Es ist nur ganz so das einzig Nervige an der Geschichte, dass sie lieber runterspringen als runterlaufen. Aber das gibt sich vielleicht irgendwann noch. So, lassen wir sie mal arbeiten, gucken mal. Oh, ihr steht rum, weil ihr fertig seid hier. So, dann machen wir weiter. Unsere Steinvorräte werden schon wieder gut gefüllt. So können wir halt wenigstens die ganze Fläche hier ausnutzen, die wir abgetragen haben. Also wenigstens ein Großteil der Fläche. Wobei übertreiben wir es nicht. Sollte es vielleicht hier auch nicht übertreiben. So. So wie es aussieht, fangen sie sich langsam. Hätte ich sagen sollen, oder? Ich meine, ich kann auch noch hier lang gehen. Und hier ein bisschen abtragen.
Das kann ich hier wegnehmen. Kann das hier deklarieren, dass sie das abbauen sollen. Oh, jetzt gehen sie auch da drüben schaffen. Hm. Und lassen gleich mal wieder Steinchen liegen. Habe ich gerade verguckt. Ich dachte, sie hätten eins oben drauf gesetzt. Aber ist okay, so wie sie das setzen. Das war falsch. Ich wollte den Task. So, können wir das letzte wegmachen. Noch eins verschieben. So. Hier muss was eingestürzt sein. Also da lassen wir sie mal ein Stück tunneln. Können wir halt wirklich einen riesigen Steinbruch. Sozusagen machen. Und wirklich die ganze Fläche nutzen und nicht nur das hier. Jedenfalls bis zu einer bestimmten Höhe. Ready?